Oh, oh. Und ein Aggressor und Horn, okay. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Fallout 4. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv. Schön, dass ihr wieder hier dabei seid. Beim letzten Mal haben wir es endlich geschafft, ins Institut reinzukommen und haben die unglaubliche Wahrheit erfahren. Sprich, das, was uns zumindest erzählt worden ist, nämlich, dass angeblich der Institutleiter unser Sohn sei, Sean. Was der absolute Knaller war. Sehr böse Nummer, muss ich ehrlich sagen. Und ja, jetzt sind wir hier in so einem komischen alten Labor, wie es aussieht. Hier ist ein alter Synth. Also hier scheint es auf jeden Fall eine Schießerei oder sowas gegeben zu haben. Und ich habe so das Gefühl, hier finden wir vielleicht auch durch mit viel Glück das Serum für wie heißt er denn? Den Typen da in der Dingsbums, in der Höhle. Wäre ja nicht schlecht. Wir gucken uns mal um, vielleicht finden wir was. Kippen. Knopf drücken. Aha, da gehen die Türen zu, okay. Was ist das hier? Unbenutzte Aschenbecher. Telefon. Okay. Wir gucken uns natürlich hier weiter um. Bin ja mal gespannt. Bin ja immer nur gierig. Wow, 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 wow. Was haben wir denn da? Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm. Ich glaube, Spinne. Wow, jetzt hat er uns aber gut was eingeschenkt gerade. Fast noch draufgegangen dabei. Fleisch und Bohnen. Wow, 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 wow. Eieiei, das sind zwei Stück noch. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Alter. Der Part fängt ja gut an, ey. Na gut. Mal gucken, was uns rauswirft. Ah, jetzt sind wir hier. Oh Mann. Gucken, ob wir hier irgendwie die Dinger hier. Jetzt müssen wir hier wieder anfangen, oder was? Hä? Okay. Geschafft. Komm, wir drücken mal die Knöpfe, dann gehen aber eigentlich nur die Türen auf. Hm. In Ordnung. Wir nehmen das Trinkglas mal mit. Den nehmen wir auch mit. Und jetzt müssen wir aufpassen. Definitiv. Okay, wir pushen uns mal auf. Nur auf 60%? Was ist denn los hier? Wir nehmen mal was anderes mit hier. Wartet mal. Schleichangriff, das brauchen wir nicht. Hirnpilz. Okay, Medics. Nehmen wir mit rein. Schlammbohne, Red Away. Redex nehmen wir auch mit rein. Noch ein Stimpack. Okay. So, lass mal schauen, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen. Na
Okay, der ist hinne. In Ordnung. Also zwei sind ein bisschen heftig. Die machen dann doch gut Schaden. Bäm. Okay, den hat's zerrissen. In Ordnung, da ist aber noch einer. Böse Sache hier. Na komm schon. Komm, ein Schuss. Sauber. Also warum man das Bild immer anzeigt, jetzt weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Noch einer oder was? Wäre ein starkes Stück. Okay, wir nehmen mal den ganzen Schrott hier mit. Echt hardcore. Nehmen wir den Schrotti mit. Was haben wir hier? Ah, ich hasse es, diese Terminal-Scheiße. Ja, los, mal hin. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen es knacken. Ich glaube, ohne das kommen wir in diese Tür nicht weiter. Lass mal gucken, was haben wir denn hier? Falscheintrag entfernt. Sehr gut. Gucken wir erstmal durch. Falscheintrag entfernt. Sehr gut. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Dinger. Wäre ja nicht so verkehrt. Ich hasse diese Terminal-Geschichte, ganz ehrlich. Einfach nur nervig. Ich würde ja gerne weiter komplett ausbauen. Das Problem an der Sache ist, ich muss dafür erst Level 41 oder sowas sein. Wieder ein Falscheintrag entfernt. Das ist gut. Mich das hasse, ganz ehrlich. Das gefällt mir nicht. So, lass mal gucken. Okay, was könnte es denn sein? Versuchen wir mal Ernte. Null Treffer. Okay, dann ist es vielleicht das hier. Obwohl da, wenn es null Treffer ist. Ja. Wong, okay. Turmsteuerung, Tür öffnen. Tür öffnen. Türen öffnen. Ja. Genau. Sehr gut. Scheint er gemacht zu haben. Obwohl, warte mal, wir können ja noch mal ganz kurz die Turmsteuerung. Vielleicht sind ja noch mehr. Deaktivieren, bitte. Ach, wenn ich einen Krampf im Fuß kriege, ist ja grausam. Ach, so ein Scheiß. So. Jetzt aber. Lass mal gucken. Durchdringende Rohrzange-Mod. Okay. Schon mal was gefunden. Eine Mod. Sensor nehmen wir mit. Stimpak. Dreifachwerkzeug. Man weiß ja nie, wozu man den ganzen Krempel braucht, ne? Ein technisches Dokument. Radio, Tischventilator, Kronkorken. Stift. Bin gespannt, was sich hier noch alles so verbirgt. Bewegungen, Umgebungen, Kontakt. Oh, 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 oh. Und ein Aggressor und Tron, okay.
ist es dann. Alter. Gott. Der war ja ein bisschen arg böse gerade. Boah. Das war heftig gerade. Der wollte richtig Ärger. Richtig Ärger. Na, wir gucken uns mal weiter um. Was haben wir denn hier? Zahnpasta. Nehmen wir mal mit. Alter Verhälter, nicht schlecht, was hier abgeht, ey. Ich mach mal den Spot an. Dann sehe ich ein bisschen mehr. Was ist das hier? Bunsenbrenner. Oh, und hier ist eine Tasche. Oh, Patronis. Fleisch und Bohnen. Backleber, Sturmfeuerzeug, Quem. Quem. Zuckerbohnen. Oh, hier kannst du aber gut plündern. Aber ich höre schon wieder was summen. Putzmittel. Türen sperren. Wir wollen natürlich alles wissen. So. Schön. Ah, Spinte. Baseballmütze. Runner-Uniform. Kronkorken auf Stimpack. Kronkorken. Fusionszelle. Noch mehr Kronkorken. Cronies. In Ordnung. Katzenfleisch. Nein. Ja, das finde ich jetzt hier gerade ein bisschen abartig. Ah, okay. Ich denke, ich habe die Dinger abgeschaltet. Mann. Oh, das Ding ist hinne. Der ist auch hinne. Mann. Ist nett, was hier ist. Also es ist sehr interessant gerade. Sehr interessant. Oh, verbessert es schon? Okay. Ah, shit. Ah, so langsam werden die Haarklammer noch ein bisschen wenig. Jetzt aber. Das wär's. Hier ist ja nur wirklich Kickball. Na super. Absolut uninteressant. Das scheinen hier irgendwie Art Beobachtungszellen oder sowas zu sein. Habe ich so das Gefühl. Hast es bald. Wieder zwei. Und die HP-Anzeige ist auch nicht so wie ich, prickelnd gerade. Wie sieht's denn aus? Haben wir davon noch einen Schuss? Na, das ist ja mal ganz beschissen. Haben wir nicht irgendwie eine andere Waffe noch dabei?
Das ist ja lächerlich hier langsam. Waffen. Wo bist du denn? Jo. Scharfschütze, Rakete, Kampfflinte. Null Schuss oder was? Ja, schön. Jetzt reicht's mir hin. Ich dachte eigentlich, ich hätte es ausgeschaltet. Mann, ey. Komm schon, ist gut jetzt. Gott. Will man sich hier nur umsehen und wird gleich so runtergeknüppelt. Der Hammer. Löscher. Fusionszelle, Sicherung, Terminal, Grafikkarte, okay. Ah. Was haben wir hier? Ist das offen? Nee, benötigt Terminal. Wieder ein Dings knacken. Wie ich das hasse. Tut mir leid, aber wir müssen, um hier weiterzukommen. Also, dass dieses alles Labor hier nicht so sauber aussieht. Ganz ehrlich, das ist alles sehr verdächtig. Jetzt weiß ich auch wieder, um was es ging mit dem Serum. Virgil hieß ja der Gute in der Höhle. Das ist mir gerade eingefallen. Vielleicht finden wir hier ja das Serum für Virgil. Wäre ja schön. Wieder ein Falscheintrag, das ist gut. So, komm. Zack. Mal ein bisschen hier. Komm. Halt, da ist wieder was. So, lass mal kicken. Gehe jetzt hier halt wirklich alles durch, um eventuell nochmal so eine paar Falscheinträge rauszufinden. Wieder einen gefunden. Noch einen. Ah shit, der war natürlich schade. Okay, lass mal gucken. Also. Null Treffer. Also, es ist weder etwas mit B, mit U, in N und ein K. Da ist ein U dabei, wird schon mal nicht gehen. Das hier eventuell? Ein Treffer. Nein, okay, jetzt wird's interessant. Days ist es nicht. Könnte es nur Sway sein. Cool. Genau, so. Turmsteuerung. Ich will hier alles abschalten. Ja, bla bla bla. Komm. So, jetzt machen wir die Tür auf. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Okay. Hast gemacht? Tür ist offen. Was haben wir hier? Terminal benutzen. Gucken wir mal rein. Okay. Tab verlassen. Oder? Wartet mal. Wir sollen doch irgendein Holoband da benutzen. Irgendwie war doch was. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Wartet mal. Moment. Wir hatten doch da irgendwie einen Auftrag. Wir sollten doch irgendwie was machen. Abteilungsleiter, lege das Netzwerk-Scanner-Holoband in das... Okay, Netzwerk-Scanner-Holoband. Okay, in Ordnung. Holoband laden. Netzwerk-Scanner. Netzwerk-Scanner einladen.
Okay. Sehr gut, das haben wir gemacht. Gut. So, mal gucken, was uns jetzt hier noch so erwartet. Oh. Kommt euch das nicht so ein bisschen bekannt vor? Ich denke mal schon, ne? Gucken wir mal, ob wir jetzt hier irgendwo bei Virgil persönlicher Eintrag, Wiedergabe. Persönliches Logbuch. Dr. Brian Virgil. Dies wird wohl meine letzte Aufzeichnung sein. Meine Anträge, das FEV-Programm einzustellen, wurden wiederholt abgelehnt. Wir haben in den letzten 10 Jahren nichts Nützliches herausgefunden. Warum besteht Vater darauf, es fortzusetzen? Wenn er nicht zur Vernunft kommt, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Was wir tun, das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Wenn jemand das hier findet, wenn ich nicht mehr hier bin. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Niemand. Verstehen Sie das? Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach. Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Alles, was wir getan haben, die Leben, die wir genommen haben, wenn es einen Gott gibt, dann möge er Gnade mit uns haben. Sehr cool, jetzt haben wir auch das Serum für Virgil gefunden. Könnten wir dann auch zurückbringen? Was ist denn hier los jetzt hier? Hallo? Laserfeld deaktivieren. Okay. So. Lass mal gucken, was hier los Das ist. Holdrins Synth-Gorilla-Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Wissenschaftler des Instituts. Sollen wir mit dem reden? Ich weiß es nicht. Hallo. Du warst also dabei, als die Bomben fielen. Das muss schrecklich gewesen sein. Ja, der Junge hat ja gar keine Ahnung. Wir freuen uns alle darauf, mit dir zu arbeiten. Super. Guck mich jetzt hier mal weiter um. Vielleicht finde ich hier noch was. Rosalind ist intelligent und schön zugleich. Wenn sie mich doch nur beachten würde. Clayton Holdren? Doktor! Willkommen. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holdren, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Aha, welche Arbeit? Wir werden sehen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich bin interessiert. Ja, wie das weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Denkt ans Däumchen, ans Feedback, ans Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin für heute raus. Macht's erstmal gut. Euer Ed von EdGaming.tv. Bye bye!